Hallo Spielfreunde, herzlich willkommen zu einem neuen Angespielt von Gravity Dash, Ken's Dash, es heißt unterschiedlich, also hier steht gerade Gravity Dash, kann man ein bisschen schwierig erkennen, geht anscheinend um eine Dose und ja, würde ich sagen, lass uns einmal überraschen. Ich spiele es auf Android, also BlueStacks, weil ich glaube, das gibt es nicht für iOS. Bin ich mir ein bisschen unsicher gewesen, aber auf jeden Fall hat es Gründe, dass ich es auf Android spiele. Ja, und da würde ich sagen, Leute, machen wir einfach mal Go und schauen, was hier so kommt. Tutorial. Stufe, oder, ja, okay, Tap to Jump ist wunderbar. Ah, das erinnert mich so ein bisschen an Geometry Dash. Okay. Next Level. Okay, Level 1, 0 von 600 Metern bisher. Das heißt, wir müssen 600 Meter anscheinend oh. Ich dachte, können wir einfach gegenlaufen. Okay, das sind immer die gleichen. Was soll ich sagen? Ich hab's vergessen. Ich dachte, ich konnte gerade dagegen laufen, weil es meine Farbe war. Das war dann ABC, wurde jetzt nur ein bisschen beigebracht. Aber ohne bis zu J. Das ist definitiv nützlich. Okay, das ist super, dass ich wirklich nur mit der Maus spielen muss. Oder spielen, ja, muss. Ach, sind mal Safe Slots, wunderbar. Diese kleinen Symbole mal, während wir vorbeilaufen. Okay, das war schon wieder. 600 Meter. Geschafft, Leute. Geschafft. Geschafft. Ein Versuch haben wir gebraucht. Attempts 1. Ich glaube, das hat mit den Save-Stats zu tun. Das heißt, wenn man da sterben würde, da hat man halt mehr Versuche. Gut. Nächstes Level. 700 Meter. Ja, vielleicht erinnert mich ein bisschen an Geometry Dash. Das war so ähnlich. Oh Gott, oh Gott. Da darf man echt nicht runterfallen, ja. Sonst bist du. Oh fuck! Du bist echt am Arsch. Okay, aber es ist gut, dass es immer gleich bleibt, die Level. So kann man sich das dann später merken. Wo man, wenn man irgendwo hängen geblieben ist. Wow, okay, jetzt muss ich gerade meinen Mauscursor so ein bisschen mal wegpositionieren, damit es nicht so im Bild stört. Okay, jetzt aber, Leute, jetzt wird's. Hier ist übrigens ein Speicherpunkt gewesen. Komischerweise habe ich den vorhin nicht mitgenommen anscheinend. Wow. Da durfte man nicht jumpen. Sonst wäre man da schnell weg gewesen. Okay, das habe ich jetzt gerade... Okay, wunderbar. Oh Gott. Wow. Okay, Revive. Achso, wir müssen. Achso, wir können, wenn wir uns ein Video anschauen. Ah, machen wir mal ganz kurz. Ja, muss ich jetzt leider. Wenn wir uns also ein Video anschauen, muss ich natürlich testen. Im Zug ist angespielt, muss ich natürlich testen, ist ja logisch. Wir können uns also mit einem Video anschauen, können wir uns an einen letzten Save Point, den wir gerade passiert haben. Genau den da. Wieder zurück teleportieren lassen. Das ist natürlich ein bisschen doof, dass man es wirklich nur mit dem Video, wahrscheinlich auch nur ein einziges Mal in einem Versuch. Das war's schon wieder. You are the winner. Cool. Okay, hier steht Attempt jetzt 2. Wie gesagt, wir mussten uns einmal, oder sind einmal zurück. Wow, ey. Teilweise erkennt man auch die Gefahren gar nicht. Weil man denkt, das ist einfach Teil des Hintergrunds. Denkt man sich auch immer, wow, was ist los? Also genau, das ist genauso fies wie Geometry Dash. Das nennt sich beides nicht viel. Wow, war das schlecht. Nee. Ich möchte euch keine Werbung antun. Wir gehen mal ganz kurz zurück zum Hauptmenü. Okay, kommt man nicht zurück, verstehe. Man kommt nicht zurück zum Hauptmenü. Oh, ich bin zu doof und habe den Knopf gerade nicht gefunden. Das kann auch sein. Oh, ist aber teilweise echt genau. Die Musik ist auch, naja, geht so. Also mir gefällt sie nicht so wirklich. Das turnt mich eher ab von meiner Konzentration als an.
Boah, diese. Diese Dinge da zwischendurch, die ja vor allem noch immer. Wow. Die haben vor allem auch rum, diese komischen hier, die Schlange zum Beispiel, oder die Fellknäule hier, die Wüstenkugeln da. Die lenken auch immer noch zusätzlich ab, ist echt irre. Also mir gefällt die Musik ganz und gar nicht, also werde ich nicht unbedingt freudiger auf dieses Spiel. Aber naja. So, gleich ist unser Todesurteil gewesen. Hä? Hast du dich gar nicht gejumpt, du Penner, Alter? Dabei denkt man, Touchscreen ist sensibel. Naja, meine Maus ist sensibler. Du Miststück, du. Schade. Bam, bam, bam. Oh, das war aber knapp gewesen. Ich weiß nicht, was für eine Hitbox das Ding hat, also. Weil ich sehe die Stacheln. Ich habe die Stacheln irgendwo noch nicht gesehen. Ich wüsste nicht, wo da die Stacheln sein sollten. Ach, das werden wir gleich nochmal sehen. Ich versuche gleich nochmal zurück zum Hauptmenü zu kommen. Um da nochmal vielleicht was anderes machen zu können, aber ich glaube. Okay, wunderbar. Das muss ich mir aber konzentrieren, ey. Wunderbar, dann schauen wir mal. Hier haben wir nichts weiter. Next Level. Wir können Next Level drücken oder wir drücken mal ganz kurz gar nichts, weil ich gerne zum Hauptmenü. Ach, hier kann man. Hässliche Button. Okay, also ihr seht hier Tutorial. Das erste mit 600 Metern. Wow, ich komme da nicht mehr hin, oder was? Doch hier. 600 Meter, zweite 700 Meter, dritte 800 Meter. Das vierte jetzt, wo es geht, 900 Meter, fünfte 1000 und so weiter. Okay, jetzt hier sind 50er Schritten dann. Oh, jetzt 150er oder? Nee, doch nicht. Nee, aber 50er. Und halt 16 Level gibt es noch 1600 Meter, ohne zu sterben zu schaffen, gerade mit so Lavakugeln, mit Lava ist es schon nicht gerade leicht, würde ich dann meinen. Ja, so viel kann ich ja auch nicht mehr dazu sagen. Graffiti Dash, das war es, würde ich sagen, gewesen. Geometry Dash, genauso, glaube ich, kurz gewesen, aber vielleicht ein bisschen länger, weil die Musik cooler war. Aber die Musik gefällt mir nicht so wirklich. Ja, Graffiti Dash, wer spielen möchte, in der Videobeschreibung findet ihr Links zum Spiel. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob es zu iOS diesen Link, das Spiel gibt, aber... Wenn es das geben sollte, werdet ihr den Link dazu in der Videobeschreibung finden. Das war es gewesen von meiner Seite aus. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei Angespielt. Ciao, Leute.